Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Wir wollen nicht verlassen, wir wollen wieder zurück. Wir waren hier in diesem geheimnisvollen Ort, den wir durch dieses mysteriöse... Der ist ja immer noch am Leben. Mysteriöse Teleport-Plasmid-Dings gefunden haben. Ja, und jetzt machen wir uns auf den Weg. Ja. Hoffentlich zum Ende des Spiels. Es muss ja irgendwann mal ein Ende haben, so traurig es auch ist. All employees must wash their hands. Mit Bohrertreibstoff. Oder Kontaktminen. Alles voll! Das ist eine gute Nachricht. So, so. Sir? Ah, alles voll. Hier liegt zu viel rum und ich kann es mir nicht leisten. Das heißt, ich kann es nicht. Oh Gott. Bitte, bitte, bitte. Ey, ich bin gewohnt, dass es so schnell geht. Jetzt geht gar nichts mehr. Scheiße. Ich bin so an diesen schnellen Rhythmus gewöhnt. Wo ist denn hier? Abschaltanlage, wo ist das? Ah, Mann. Hier, oder? Ganz einfach. So einfach geht das. Employees only. So, jetzt geht das also langsamer. Ich muss mal aufpassen. So. $15. Puh, kann ich mir leisten. So, Achtung, Achtung, Achtung. Und ha! Und ha! Und ha! Perfekte. Wenn ich hier jemals wieder zurückkomme, dann kann ich mir das reinziehen. Ah, oh, wieder eine Unterwasserpassage. Ich liebe es. Na komm. Finde den Eingang zum verborgenen Labor. Verborgen! Unter Wasser! Ready! Ich weiß gar nicht, ob ich noch diese Adam-Würmer-Dinger suchen soll. Ich bin übermächtig. Übermächtig. Also, dieses geheime Geheimloch ist. Ist das hier? Das Geheimloch ist also tatsächlich ein Eingang zum Geheimlabor. Was geheim ist. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu Oxyfil. tun hatte, weiß ich, dass diese Was? Oxyfil Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der Oh! nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Also dort. Ja, und... Ja, toll. Fein sagt aber, ich soll hier hin. Was soll ich doch glauben? Alle lügen. Und sind verrückt. Draining. Bienen, aufpassen. Könnt nicht überleben unter... Dunkler Raum, okay. Oh. Spooky. Hackpfeil. Danke. Oh, was ist denn dies? Hypnotischer Poly... Wärmesuchend, Verbandskästen habe ich genug. Widerlich. Was ist das hier für? Psst. Ganz ruhig. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder Schalter. Her, um den Strom wieder anzuschalten. Oh Mann, dass sie auch alles so kompliziert machen müssen. Furchtbar. Furchtbar. Automat. Ja, im Moment brauche ich gar nichts. Aber so wie ich mich kenne, kann sich das innerhalb von Sekunden ändern. So, Sekunde mal. Wärmesuchend. Oh Gott, das muss ich erledigen. Ich weiß ganz genau, dass ich hier
Oh la 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 la. Aktivieren. Ah. Lass mich gehen, lass mich gehen. Roboter, Schalter. Gott, nein. Roboter, no! Lass mich in Ruhe, bitte, 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 bitte. Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh. 9 Sekunden, come on. Come on, das ist doch, das wäre doch gelacht. Ne? Oder? Hora, Treibstoff, ich hab genug. So, jetzt Ruhe. Gott verdammt. Oh. Oh. Sekunde mal. Keine ab. Nee. Nee. Ja, wo war denn jetzt dieser Heilautomat? Alter, ich sehe gar. Ah, da. Hier. Jetzt komm mal, jetzt machen wir mal ernst. Und. Ha! 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 Oh, das war knapp. Puh. Alles klar. Was geht hier vor sich? Wo ist dieser andere Schalter, Mann? Hier irgendwo auf der Seite. Ich meine, ich höre es glitzern. Mein Orientierungssinn lässt mich nicht im Stich. Da! Piu! So. Und jetzt können wir uns um die das echte Business kümmern hier. Da! Hauptschalter. Das habe ich getan. So. Wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen. Wir brauchen Utopisten, Junge. Das Adam, Raptures hellste Köpfe, ein williges Subjekt, also mich. Ja, toll, ey. Schlechte Nachrichten. Also. Ist ja da drin, ne? Das, was Sie in dem Kampf gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamp wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter, ja, das ist natürlich ungünstig. Ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken was? Von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe ihnen eine Probe hinterlassen, damit sie wissen, wonach sie suchen müssen. Wo? Was? 4? Oh, das sind mehr als 3! Gott. Wo ist... Wo hat er was hinterlassen? Hier da oder was? Notischer Polyp ist hier, sonst gar nichts. Da oben! Oder wie? Jeez! Da. Ja. Toll. Ja, okay, 3. Ha! 3 sind nicht mehr als 3. Hier, ist das nicht das gleiche? Nee, hypnotisch, aha, toll. Wupp! Bienen! Kümmert euch um ihn! Oh mein Gott! Butsch! 2 davon! Mann! Unfair! Nicht fair! Nicht fair! Da geht es nicht fair zu, Freunde. Bam, 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 bam. Bienen! Lasst mich locker, Freunde. Ja! Wärmesuchend. Wärmesuchend oder was auch immer. Noch nie ausprobiert. Ja. Komm. Komm. Jetzt bleib mal ernst. Bleib mal ernst. Batz! Batz! Scheiß auf Alpha-Serie. Na, tötend. Ja, jetzt halt. Nicht zuhören. Jetzt erstmal. Danke fürs Zugucken. Und für die nächste Episode, wo es sich hoffentlich aufs Finale zuneigt. Für die nächste Episode klickt ihr
oben rechts in die Anmerkung. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.